Hallo zusammen, wir haben Donnerstag, den 12. Mai. Es ist 18.08 Uhr und ich ziehe den Freitagsfilm ja auf heute vor, weil ich bin morgen wieder weg. Also könnt ihr euch auf Wollamorgen morgen wieder freuen, wobei die heute am Donnerstag gar nicht so schlecht war. Also ich ziehe den Film heute vor, das heißt am Freitagabend wird es nichts geben. Das hatte ich aber, glaube ich, auch schon am Wochenende bzw. am Montag avisiert. Hier ist der DAX. Sorry, wenn wir Sie schlappern hören. Hier in München ist Föhn und das ist so eine Geschichte, die mag ich gar nicht. Also ich lag heute den ganzen Tag da nieder. Es bringt nichts. Ich war nur ganz selten vom Bildschirm. Hier ist der DAX und wir befinden uns erneut nach diesem kleinen Ausbruch hier wieder in diesem Trendkanal. Ich gehe mal wieder ein bisschen näher ran. Da sind wir drin. Die unteren Begrenzungen sind für morgen, für Freitag 13.462 und die obere 14.284. Je nachdem, wie spitz der Bleistift ist. Am Montag haben wir dieses 61er Retracement von dieser letzten Aufwärtsbewegung hier von 12.400 hoch bis zu 14.900, haben wir das 61er Retracement verteidigt. Das liegt also jetzt ganz grob bei 13.360. Das scheint mir doch recht wichtig zu sein. Von den Bändern her gibt es nichts Neues. Ich mache es mal so. Von den Bändern her gibt es nichts Neues. Die sind ohne echte Aussage. Wir sind in der Nähe des unteren, aber das ist nicht besonders. Wir haben jetzt ziemlich genau heute wieder auf diesen Kanal aufgesetzt. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, wir waren hier raus, aber so wie ich das kenne und betrachte, nehme ich die zwei oberen Berührungspunkte und nehme die Mitte dazwischen. Also den tiefsten Punkt der Mitte dazwischen. Und so liegt der dann. Und ja, wir wären am Montag rausgekommen, aber dann hat das hier gehalten. Übrigens so wie heute beim Nasdaq des 50er Retracements. Aber da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Wir sind vom MACD her ganz, ganz leicht in der Stabilisierungsphase. Ich finde insgesamt, der DAX hält sich erstaunlich gut. Muss ich wirklich sagen. Überall, wo ich nachlese, ist der eigentlich im Kopf schon deutlich unter 13.000. Ja, die Stimmung ist schlechter als der Markt. Das muss ich ganz klar sagen. Ich finde, der hält sich wirklich gut. Ich bekomme hier über den Oszillator sogar ein Kaufsignal. Das kommt seit gestern. Allein, ich traue mich ja momentan auch nicht. Ich gebe das zu. Also ich habe hier im Nasdaq schon eher, aber ich habe hier im DAX nicht wirklich getraut. Ich habe verschiedene Einzelwerte, aber im Index habe ich nicht so viel gemacht. Aber tatsächlich ist für mich dieser ganze Bereich hier runter bis zu 13.350, 60 ist ein Support. Und der nächste Widerstand ist hier die 20-Tage-Linie bei 13.958. Das ist das Erste. Ich bin sehr gespannt, was da morgen passiert am Freitag. Es wird jetzt auch immer wieder gesagt, dass die Zinsen in Europa doch erhöht werden. Ja, irgendwann müssen sie es machen. Ich bin persönlich der Meinung, die sind sogar ein bisschen spät damit. Aber es wird etwas passieren. In Amerika werden die ein oder anderen Werte also richtig verprügelt. Heute haben wir, es kommt natürlich diese Angst dazu, und haben die Kryptos mal querbeet eins auf die Nase bekommen, aber heftigst. Ja, stört mich jetzt nicht so, ich bin damit nicht so sehr involviert. Ich verstehe das eh nicht. Oder nicht so viel, als dass ich da unbedingt rein investieren muss. Aber ich überlasse das jedem selbst. Aber das kommt natürlich dann zu der Angst hinzu oder nähert die Angst. Und umso erstaunlicher ist es, dass der Index eben sogar bei 13.000, ich glaube 800 war, ne? Wo war der eben? Der war, ist doch eben nochmal richtig hochgegangen. Ja, also 13.808. Und der Tiefskurs war 13.481. Und das ging schnell. Ja, also das ist schon erstaunlich. Von hier gefällt mir das recht gut. Ich vertrete eigentlich schon die Ansicht, dass diese 13.360 halten wird. Allerdings die Scheine, die ich ausgesucht habe, die liegen ein bisschen weiter weg. Das muss ich einfach machen. Beim Call habe ich mich ähnlich wie letzte Woche für einen 12.815er entschieden. Der liegt hier. 12.815, der ist noch unter diesem Gap hier. Das ist die GK4QGM. Der ist bei mir auf der Watchlist. Ich habe den jetzt noch nicht gekauft. Ich finde im Moment keinen passenden Einstieg. Das kann man im 5 oder 10 Minuten oder von mir aus am 30 Minuten oder 60 Minuten Chart eher sehen. Aber das ist nicht so deutlich, als dass das hier in einem Film nennen könnte, der doch Bestand hat über den Tag hinaus. Kann ich nicht. Das geht einfach nicht. Aber grundsätzlich denke ich, ein bisschen mehr Potenzial als Risiko. Für den Put habe ich mich entschieden für einen 14.404er. Der liegt also etwa hier, über dieser letzten Kerze hier, über diesem letzten Zwischenhoch. 14.404. Das ist die Kennnummer HB5 VLE. Hebel 18.
So, jetzt noch ein ganz kurzer Spruch zu dem, jetzt mache ich das hier mal raus. Also wirklich, nur um das zusammenzufassen, ich sehe hier ein bisschen mehr Potenzial als Risiko. Ich bin angenehm überrascht, wie gut sich der Markt hält. Es gibt für mich eine Größe, auf die gucke ich jetzt schon seit ein paar Wochen und habe das auch auf die letzten 2 Jahre hin überprüft. Und zwar ist das der Abstand zwischen der absoluten Zahl DAX, im Moment 13.700, ich runde leicht, und dem Nasdaq, 11.860. Der war vor wenigen Wochen null. Da stand beides gleich. Diese Indizes haben nichts gemeinsam, gar nichts. Aber ich finde es eine ganz interessante Größe zum Gucken, wie die sich voneinander entfernen oder auch dann irgendwann wieder annähern. Da sind wir also momentan ganz grob bei 1830 Punkten. Und wie gesagt, der war vor wenigen Wochen war der null, dieser Spread. Ich habe mal geschaut, in den letzten 2 Jahren war der im Unterschied im Höchstpunkt 2300 Punkte. Und es sieht für mich fast so aus, als ob wir nochmal irgendwie so eine 2000 sehen. Deswegen bereite ich jetzt folgenden Deal vor. Ich möchte in der nächsten Woche, da sollte ich häufiger da sein, sowas kaufen wie Nasdaq Call 10.000 und einen DAX Put. Na, wahrscheinlich wird es so ein 15.200er, 15.300er. Gleiche Anzahl. Der Hintergrund der Spekulation ist, dass eben dieser Spread von jetzt 1850 Punkten, dass der wieder zusammengeht auf unter 1000, irgendwo so 500, 600, weil die sehr stark verprügelte Nasdaq wird auch irgendwann korrigieren. Und damit gehe ich jetzt mal ganz kurz auf die Nasdaq. Da hatte ich neulich einen Film gemacht und das möchte ich auch gerne mal so ein Mini-Update machen. So, das ist jetzt die Nasdaq. Wir sind unter diese blaue Linie. Diese blaue Linie, jetzt muss ich ja wieder ein bisschen ranholen, die kommt von hier hinten. Für mich ist die wichtig. Ja? Das ist also hier hinten, ist es der September 2020, oftmals berührt da. Und wir haben heute fast punktgenau auf dem 50er Retracement aufgesetzt. Wir sind aber aus diesem Trendkanal raus. Ich glaube nicht, dass wir da heute reingehen. Ob morgen, weiß ich nicht. Aber der Freund, der hat gerade eben auch mal eine ordentliche Bewegung gemacht. Im Moment steht er bei 11.867, der war eben auch schon wieder 12.100. Und dann gehen auf einmal eine Netflix von 157 auf 171. Das ist schon heftig. Ich gucke gerade eben, was die Apple machen, weil die Apple, ja, die Apple sind jetzt bei 141. Da müsst ihr euch mal den Chart anschauen. Wenn die Apple, ist der größte Wert da, wenn die fallen, dann können sich die anderen Werte ordentlich abstrampeln und dann wird der Index trotzdem fallen. Und die Apple, die korrigieren gerade eben und die könnten bei mir sogar bis durchaus 128 gehen. Im Moment 141. Zurück hier zum Index. Ich zeige euch mal, was ich gemacht habe. Vielleicht wird das dann irgendwie ein bisschen klarer. Wenn ein Markt fällt oder sehr stark steigt, dann nehme ich keine Vollendsposition, sondern immer erstmal nur Schnüffelstücke, weil ich weiß nicht, ob der Boden hier ist, wovon ich ausging. Ja, das war bei 12.150 oder sowas hier. Sondern der kann auch ein bisschen runterfallen. Das müsst ihr euch vorstellen wie so ein Tennisspieler. Bevor der einen Aufschlag macht, nimmt er einen Ball in die Hand und ditcht ihn so ein paar Mal auf den Boden aus. Der Ball ist nicht rund, wenn der aufkommt. Der bohrt sich erstmal in den Boden rein, wird dann praktisch oval, hat, ich glaube, das nennt man Todpunkt, wo er also kein Momentum mehr hat. Und erst dann kommt er langsam hoch. Genauso, vielleicht kann man sich so besser vorstellen, wenn der den Ball hochwirft, um den Aufschlag zu machen, ist irgendwann diese Nanosekunde, wo der Ball sich nicht mehr bewegt, der schwebt. Ja, diese Minisekunde. Und so muss man sich das vorstellen. Kann nicht sagen, also ich war der Meinung, dass es hier hält. Ich fand diese Linie hier sehr schön, die Verbindung aus dem Kanal hier mit dieser blauen Linie. Ja, jetzt hat sich aber dieser Ball hier ein bisschen reingebohrt und hält an der nächsten sehr wichtigen Linie. Und ich mache das dann so, ich kaufe dann nicht eine komplette volle Position, sondern ich unterteile das in eine Trading-Position und eine Handposition, die ich immer haben will. Und so sieht es bei mir aus. Ich habe jetzt diese Zahlen hier mal runtergebrochen. Ich gehe einfach davon aus, dass es bei mir hier Folger gibt, zumindest weiß ich das, die machen teilweise 100.000 Scheine oder 50.000, manche machen aber nur 500 oder 50. Ich habe das jetzt einfach mal umgerechnet, meine Position, auf eine Größenordnung, die für jeden nachvollziehbar ist. Ja, weil sie am 9.5. gekauft, gekauft, verkauft, verkauft. Gekauft mit 12,40, gekauft mit 11, gegeben mit 12,88, mit 13,21. Und dann blieb dann hier an diesem Tag dieser Profit hängen. Dann habe ich das weitergemacht. Am nächsten Tag, 10.5., 12,17, 12,45 gekauft und dann gegeben und auch immer mal wieder geteilt. Und also an diesem Tag ist das hier hängen geblieben.
Dann habe ich am 10.05. nochmal was gemacht. Die habe ich über Nacht gehalten, habe die am nächsten Tag verkauft. Am 11.05. das hier. Und was habe ich noch heute gemacht? Das stimmt nicht, das ist der 12.05. Das ist falsch. Und da habe ich dann auch die was gekauft, dann nochmal was gekauft, dann ein bisschen drüber gegeben. Diese Trading-Position ist null. Was ich aber in der Zwischenzeit dann nebenher noch mache, ich mache das, was ich Handposition habe. Ich war der Meinung und bin es nach wie vor, dass der Nasdaq hier eine Korrektur erfährt. Eine Korrektur nach oben, die so durchaus im Bereich 13.000 laufen kann. Bei 13.144 ist jetzt heute hier die 20-Tage-Linie. Deswegen habe ich das so gemacht. Von dieser Option, das war der 11.011er Call. Ich glaube, jetzt ist er bei 11.012. Ich habe extra in dem Film dazu gesagt, es ist für mich unüblich, dass ich eine Option nehme, die so weit weggeht, weil ich eben nicht genau wusste, ob sich der Tennisball schon hier wieder löst oder sich nochmal ein bisschen mehr in den Boden einrammt. Deswegen habe ich eine genommen, die liegt hier unten. Das ist für meine Verhältnisse ein kleiner Hebel gewesen, von seinerzeit 10, jetzt ist er 13. Ja, aber das, ich kann bei einem fallenden Markt keinen hohen Hebel nehmen. Das kann ich erst dann machen, wenn aus dem fallenden Markt ein Umkehrsignal entsteht. Das habe ich hier momentan nicht. Das ist auch keins heute hier und jetzt. Ich werde positiver, muss ich werden, über 12.500 vom Chart. Dann bin ich auch bereit, einen Schein zu nehmen, der vielleicht nur 300 Punkte Abstand hat zum aktuellen Kurs als K.O. Aber da ich das nicht genau weiß und da immer noch irgendwie so ein paar Notschlachtungen stattfinden können mit irgendwelchen Positionen, siehe Bill Ackman mit Netflix, das kann immer passieren, muss ich einen nehmen, der hier unten ist. Dann habe ich aber auch nicht so viel Angst. Ja, der ist weiter weg, da habe ich ein bisschen mehr Ruhe drin. Zurück zu diesen Handpositionen. Ich habe dann am 11.05. nochmal angefangen und habe welche gekauft von diesem Schein mit 11,38, mit 10,38, 9,38, 8,38. Jeweils umgerechnet 50 Stück. Hier bei dem 50er Fibo habe ich dann mehr genommen. Ja, das ist also, Moment, das war ziemlich genau dieser Bereich hier. Da habe ich dann mehr genommen, weil das eine markantere Marke ist. Nochmal, ich bin der Meinung, der Markt wird mal korrigieren, ich weiß aber nicht wann. Da hatte ich dann einen Schnitt, das waren dann umgerechnet 300 Stück und das war ein Schnitt von 9,04. Vorhin habe ich dann gegeben 50 Stück mit 9,38, gibt das hier. Und dann nochmal 100 mit 10,38. Der war sogar, ja, ich glaube, der war sogar 11, aber da habe ich einfach nichts gegeben. Aber was ich dann mache, wenn ich dann schon so weit vorne liege, dann ziehe ich den Stopp auf Anstand. Um 17 Uhr war der Preis bei 10,05. Und die sind vor, ich glaube, von einer halben Stunde sind die zum Einstand gestoppt worden. Dann geht der Kurs weiter runter. Also das ist, sagen wir, ich bleibe jetzt mal bei der Liste hier. Das heißt, diese 150, die hatte ich um 17, oder jetzt um 17:30 oder 40 nicht mehr. Das heißt, dieser Gewinn ist nicht da. Alles zusammen hat das aber dann gebracht, 850 Euro. Weil ich aber trotzdem der Meinung bin, dass der Markt hochgeht, habe ich jetzt auch schon wieder gekauft und zwar standen die vorhin auch schon wieder bei 8,38. Und ich habe jetzt also bei 8,38 gekauft, ich werde kaufen bei 7,38, 6,38. Bei 7,38 werde ich auch wieder mehr nehmen, ja, weil das dieses 50er Retracement ist. Also so mache ich das. Ich weiß nicht, ob das euch was nutzt oder nicht. Rechnet das so um. Ich habe es jetzt so passend gemacht, dass ich denke, das sind viele Schüler und Studenten bei mir, dass sie sich das mal anschauen können, was das dann für kleinere Geldbeträge oder für kleinere Beträge sind. Ja, bei mir ist es anders und der andere wird halt hier noch ein oder zwei Nullen dranhängen, weiß ich nicht. Ich habe also auch eine andere Zahl hier stehen als das, aber ich habe es einfach umgerechnet. Das heißt, ich habe sowohl eine Trading-Position als auch eine Handposition und wenn die Trading-Position dann mal irgendwie 100, 150 oder mehr Punkte vorne liegt, dann nehme ich das auch mal wieder mit, was mir mehr Sicherheit bringt für die Handposition. Und wie gesagt, die ist raus, da bin ich glatt, aber ich habe jetzt mittlerweile, also zu diesem Kurs bin ich raus, habe jetzt mittlerweile schon wieder eine Position aufgebaut und werde weiter aufbauen. Ich finde den Nasdaq soweit hier tief genug, sagen wir es mal so. Und dieser Spread DAX Short über tief im Geld liegende Puts und Nasdaq Long über tief im Geld liegende Calls, das schaue ich mir am Montag ganz genau an. Momentan, wie gesagt, da könnt ihr mal drauf achten, sind wir bei 1850 Punkten. Vielleicht sieht ihr nochmal die 2000. Aber auch da
mache ich nicht die Position komplett dicht mit allem, was ich habe, sondern ich fange an, ein Fünftel, dann vielleicht 50 oder 100 Punkte drüber, nochmal ein Fünftel und so geht das dann weiter. Aber ich rechne damit, dass auf eine Sicht von, sagen wir mal, 4, 8 oder 12 Wochen dieser Spread wieder deutlicher zusammengeht. So, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.